Feurig und lecker wird es, wenn in Berlin Burger International gebrutzelt wird. Für Melanie Brachwitz ist die Burgerbude der ideale Arbeitsplatz. Sie wohnt gleich nebenan. Neben den vielen Bistros und Bars liebt die Neuköllnerin dort vor allem die bunte Mischung. Die vielen kleinen Läden, das macht einfach dieser Kiez hier aus. Also vor allen Dingen so, das ist ein kleiner Mikrokosmos, so kommt mir das manchmal vor. Berlin Burger International feierte zur Walpurgisnacht 2010 Eröffnung. In der Zwischenzeit hat sich nicht nur der Kiez verändert, auch die Gäste haben andere Vorlieben entwickelt. Wir verkaufen viel mehr Veggie-Burger. Ja. Das kommt natürlich auch daher, dass wir alles selber machen bei dem Veggie-Burger. Aber ich persönlich, Fleisch ist mein Gemüse. Also nichts geht über einen schönen Barbecue oder über einen schönen Cheeseburger. Kleine Läden haben es generell schwer. Die Gentrifizierungswelle schwappt über die Straße und ebbt dann genauso schnell wieder ab. In anderen Stadtteilen blieb ein Überangebot an Restaurants. Droht dieses Schicksal auch hier? Also vor Konkurrenz, muss ich sagen, haben wir jetzt, also ich persönlich habe ich jetzt keine Angst davor, dass wir hier irgendwie rausgedrängt werden können, weil es sind viele verschiedene Läden, die hier aufmachen. Wenn im Winter die Kunden wegbleiben, ist Rechenkunst gefragt. Wie kalkuliert man? Also es ist schon ein bisschen wetterabhängig. Im Sommer ist natürlich mehr los wie im Winter, aber man guckt natürlich, was war den Tag vorher los? Hat es gereicht? Musste abends was nachgemacht werden? Im Sommer haben Kiez Original Melanie und ihre Kollegen alle Hände voll zu tun. Die Überstunden werden bezahlt, aber der Feierabend verschiebt sich oft nach hinten. Gerade an Sonnentagen, wenn der Ansturm besonders groß ist. Natürlich ist es stressig. Es ist stressig, wenn die Leute bis draußen stehen und man hat schon eine halbe Stunde Wartezeit. Aber es ist natürlich auch dann gleichzeitig schön. Und welche Gäste sind dir persönlich am liebsten? Ich mag natürlich alle Gäste, die Trinkgeld geben. Nein, also man hat seine Stammgäste, die begrüßt man schon mit Namen, da braucht man gar nicht mehr fragen. Die kommen hier wirklich wöchentlich oder es gibt auch einige, die alle zwei Tage kommen. Bei Berlin Burger International sind die Kunden eben Feuer und Flamme.